Hallo und willkommen bei Motorkrank. Heute zeige ich euch, wie man einen Kompressionstest am Renesis-Motor vom RX-8 macht und ich erzähle euch ein bisschen was über das Spülen des Wankelmotors, um die Dichtleisten freizukriegen. Das habe ich nämlich schon gemacht und heute werde ich rausfinden, ob es was gebracht hat. Bleibt dran! Ja, wie gesagt, heute zeige ich euch im Detail, wie man am Renesis-Motor vom RX-8 die Kompression misst. Ist eigentlich ziemlich simpel. Das Einzige, was man natürlich braucht, ist ein entsprechender Kompressionstester für den Wankelmotor. Es gibt da auch andere Möglichkeiten, das mit einem herkömmlichen Kompressionstester zu machen. Ist ein bisschen aufwendig, ist vielleicht auch nicht ganz so akkurat. Man kriegt aber generell mal ganz gute Basiswerte. Wir haben uns einen Tester ausgeliehen. Und zwar den originalen Tester, der sollte aber schon so alt sein, dass er sogar schon für den RX-7 gewesen ist. Ist also schon fast ein antikes Gerät. Zum Thema Spülen und Reinigen der Dichtleisten. Ja, es gibt einen, ja, schon von Mazda beschriebenen Spülvorgang für die ganze Sache. Da wird eben ein entsprechender Zoom-Zoom-Cleaner oder der entsprechende Mazda-Cleaner über die Vakuumports direkt eingespritzt, während das Fahrzeug läuft. Die Methode gibt's. Es gibt dann aber auch noch die Steigerung dessen, und zwar indem man die unteren, die Leading Spark Plugs, rausnimmt und ja, die Brennräume, die einzelnen Kammern mit ATF-Flüssigkeit, also mit Automatic Transmission Fluid, Getriebeöl, ja, einspritzt und somit das Ganze einmal schön einwirken lässt, den Motor immer und immer wieder dreht, sodass sich dann eventuelle Verkokungen, die Dichtleisten, ja, im unteren Zustand festhalten, die sind ja federnd gelagert, die diese festhalten und eben dann die Kompression im warmen Zustand des Motors verschlechtern. Das Ganze ist eine Standardprozedur, die auch schon damals, paar Jahre nachdem dieses Fahrzeug auf den Markt kam, von Mazda-Werkstätten gemacht wurde, um eben diese verklebten Dichtleisten wieder gängig zu machen. Da hat man so einige Motoren wieder zum Leben erweckt. Wenn aber Verschleiß an den Dichtleisten ist, ich habe es beim letzten Video schon gesagt, dann ist natürlich Ende Gelände, dann braucht man einen Rebuild. Ein bisschen was an Leben kann man immer wieder rausholen durch diese Spülvorgänge, aber man bewirkt natürlich keine großen Wunder damit. Ich bin jeweils gespannt, was das Ganze hier gebracht hat. Ich habe hier nämlich einmal mit der, sagen wir mal, harten Methode über die Zugabe von ATF-Flüssigkeit gespült. Das werde ich euch jetzt nicht im Detail beschreiben. Dafür gibt es genug Foreneinträge. Ich pick mir da einfach einen raus und verlinke ihn euch. Ich habe natürlich initial die Kompression schon gemessen im Serienzustand, ohne irgendetwas gemacht zu haben. Dann habe ich diese Spülung mit ATF gemacht, ein zweites Mal gemessen. Und danach bin ich sogar nochmal rangegangen und habe gedacht, solange ich den Tester habe, kann ich auch nochmal spülen über die Vakuumports. Und das habe ich dann mit Ballistol gemacht. Und das Ergebnis dessen, dieses zweiten Spülvorgangs mit Ballistol, den möchte ich heute erfahren. Und deswegen zeige ich euch heute erstmal, wie man den Kompressionstest macht. Und dann verliere ich noch ein paar Worte am Ende des Videos darüber, wie ihr diesen Spülgang machen könnt. Und zwar mit der Ballistol-Methode. Die ist nämlich die deutlich sicherere Variante als die andere. Bei der anderen Variante mit dem ATF-Öl könnt ihr euch auch ganz leicht große Schäden reinholen, wenn ihr da was falsch macht. Die möchte ich euch so erstmal nicht beschreiben. Die zweite Spülmethode mit dem Ballistol-Öl über die Vakuumports beim laufenden Motor, die werde ich euch dann zum Schluss des Videos aber noch erklären. So, Kompressionstest am Renesis-Motor des RX-8. Wir haben hier einmal den Original Mazda Kompressionsprüfer und das Werkzeug nebendran. Ich fasse euch erstmal zusammen, was ihr alles braucht. Ihr braucht einen Kompressionsprüfer, ihr braucht eine 21er Nuss, um eure Zündkerzen rausnehmen zu können. Ihr braucht die entsprechenden Verlängerungen, natürlich eine Ratsche. Und um hier diesen Adapter, der dann ins Zündkerzenloch reinkommt, für den Tester einzuschrauben, braucht man noch einen 19er Gabelschlüssel. Das war es eigentlich auch schon mit dem ganzen Werkzeug, das man braucht. Ja, ihr müsst noch das Rad runternehmen, da eben auch eine 21er Nuss nehmen, aber ansonsten war es das mit dem Werkzeug. So, jetzt zeige ich euch ganz schnell den Kompressionstester. Der Kompressionstester besteht einmal aus diesem Kasten. Dieser Kasten hat zwei Anschlüsse hier für Plus und Minus, um eben eine Spannungsversorgung zu bekommen. Und dann hat er eben hier noch diese Druckleitung. Diese Druckleitung wird hier mit einem, ja, mit so einem Schnellverschluss angeschlossen an den Adapter, der dann auf die Zündkerze kommt.
So, auf dem Display des Testers sehen wir jetzt hier 1, 2 und 3 Anzeigen für den Druck und hier drüben die Anzeige für die Drehzahl. Ja, warum dreimal hier den Druckwert? Wir haben drei Kammern. Wir haben ja einen ja, mehr oder weniger dreieckigen Läufer und da entstehen dann im Prinzip an diesen Außenflächen drei verschiedene Kammern, in denen dann jeweils die Kompression stattfinden wird und auch die Zündung. Und so können wir dann diese drei Kammern unterschiedlich oder unabhängig voneinander prüfen, denn wir haben immer drei Pulse für eine ganze Umdrehung und dann werden hier die entsprechenden Drücke aufgeschrieben. Dabei würden wir sehen, ja, wie ist der Unterschied zwischen diesen Kammern? Und wenn der Unterschied relativ groß ist, dann merkt man, okay, da sind wohl die Dichtleisten auch unterschiedlich verschlissen. Am wichtigsten ist eigentlich, dass diese Kammern hier gleichmäßig sind. Der Absolutdruck ist dann, ja, das Sekundäre, natürlich auch ziemlich wichtig, was da eigentlich für Druck drin ist. Aber sehr, sehr, sehr wichtig ist natürlich, dass dieser Druck über diese drei Kammern gleichmäßig ist. So sieht man, dass man zumindest mal keine größere Beschädigung hat an den Dichtleisten. Das hier ist die Korrekturtabelle, da seht ihr im Prinzip hier unten einmal die Cranking Speed und hier seht ihr den Druck. Und da könnt ihr dann natürlich gucken, wenn euer Motor etwas mehr oder weniger als die 250 Umdrehungen hat, wo er eigentlich liegen sollte im optimalen Bereich. So, das Ganze wird jetzt entsprechend so angeschlossen, dass wir die unteren Zündkerzen rausschrauben. Das sind die Leading Spark Plugs und in diese unteren Zündkerzenöffnung dann im vorderen und im hinteren jeweils diesen Adapter anschließen und den Kompressionstest machen. Dann müsst ihr euch natürlich merken, welche der Werte waren für den vorderen und für den hinteren Läufer und dann habt ihr eure Ergebnisse. Ganz wichtig übrigens, das Ganze machen wir bei warmem Fahrzeug, das heißt Probefahrt machen, warm laufen lassen, wie ihr wollt. Die Kühlmitteltemperatur sollte so ungefähr ja, 95 bis 100 Grad haben, da gehen dann auch die Lüfter an, dann wisst ihr, der Wagen ist einmal durchgeheizt. Kommen wir zur Vorbereitung des Fahrzeugs. Ich habe den Wagen warm gefahren und jetzt aufgebockt auf der linken Seite, auf der Fahrerseite. Dort auch schon dann den Reifen runtergenommen. Wir müssen nämlich gleich durch das Radhaus an die Zündkerzen ran. Und jetzt, wo die Haube offen ist, kann man hier oben auch schön an die Batterie ran und den Tester anschließen. Hier ist eine schöne Ablagefläche dann für den Tester. So, hier unter dem Fahrzeug ist normalerweise hier noch an diesem Loch und an diesem Halter hier vorne eine ja, Gummiabdeckung drüber. Die ist jetzt hier schon verloren gegangen. Und hier hinten dran, wenn man diese Gummiabdeckung abgenommen hat, da sieht man auch schon die Zündkabel. Für den Kompressionstest interessant sind die unteren Zündkerzen. Die oberen können drin bleiben. Ja, hier sieht man dann auch, warum ich die zwei Verlängerungen und das Gelenk dahin gelegt hatte. Man kommt eben ansonsten hier nur sehr, sehr schwer dran. Man könnte natürlich auch noch unterm Auto liegen und das dann von unten machen mit einem Gabelschlüssel. So, beide Zündkerzen sind raus. Kleiner Tipp, beschreibt euch einfach mit vorne und hinten, wo sie hingehören. Welche Zündkerzen ihr braucht für euer Fahrzeug, werde ich euch unten in der Description auch verlinken. Jetzt kann ich den Adapter nehmen und jetzt kommt genau der in das Zündkerzenloch. Jetzt kommt hier unten der Adapter drauf, funktioniert wie ein herkömmlicher Druckanschluss. Und jetzt Achtung, wir sind noch nicht bereit, den Test zu machen. Wir müssen nämlich jetzt verhindern, dass das Fahrzeug Sprit einspritzt und auch zündet über die anderen verbliebenen Zündkerzen. Und das machen wir, indem wir unten den Sensorstecker ziehen von der Exzenterwelle. Wo der ist, das zeige ich euch jetzt. Und wir tauchen einmal ab unter das Fahrzeug. Hier an der Vorderseite des Motors sehen wir den Stecker für den Sensor der Exzenterwelle, der sitzt nämlich genau hier. Der Stecker lässt sich sehr leicht lösen, ich habe jetzt keine Hand frei, um es zu machen. Einmal draufdrücken, entriegeln und nach oben abziehen. Danach den Stecker bitte genau dort lassen, wo er gerade ist, nämlich genau neben diesem Sensor baumeln lassen. Nicht, dass er hier vorne, man sieht es schon, in den Riementrieb hineingerät. Das Ganze sollte dann so aussehen, den Stecker abgezogen vom Sensor und direkt neben dem Sensor einfach abgelegt. Und wenn man jetzt ganz sicher gehen möchte, nimmt man einfach noch die Sicherung raus für die Benzinpumpe. Das ist die unterste linke hier. Und dann läuft auch die Benzinpumpe auf keinen Fall mit. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Kompressionstest. Und was ist da zu beachten?
Ehrlich gesagt, ich habe es beim ersten Test selbst nicht beachtet. Man sollte das Gas voll durchtreten. Warum? Somit öffnet sich die Drosselklappe. Es kann mehr Gemisch einströmen. Wir haben eine bessere Füllung. Im Grunde genommen ist es eigentlich egal, ob ihr sie tretet oder nicht tretet. Ihr solltet aber einfach vorher und nachher, wenn ihr etwas verändert, eine Spülung macht, ebenfalls genau das Gleiche tun. Ich werde jetzt, weil ich beim letzten Test durchgetreten hatte, auch die Drosselklappe öffnen und durchtreten. Das bringt euch übrigens auch so ungefähr ein halbes Bar im Absolutdruck. Das heißt, ihr kommt ein bisschen näher zu diesem Punkt, wo es vielleicht sogar vermeidbar ist, momentan noch einen Rebuild zu machen. Ich bin sehr gespannt, was rauskommt. Also reinsetzen, Zündung an, Drosselklappe öffnen, indem ihr das Gas voll durchdrückt. Der Gang muss natürlich draußen sein und dann 5 bis 6 Sekunden orgeln lassen. Dann speichert sich das Gerät die Werte und die lesen wir gleich ab. So, das war jetzt mal gar nicht berauschend. Relativ weit weg von dem, was es eigentlich sein sollte. Ich mache jetzt hiervon einfach zur Sicherheit ein Foto direkt mit der Zündkerze. Denn so habe ich für mich einfach nochmal sichergestellt, dass ich die hintere Kammer getestet habe. Und das steht auch auf der Zündkerze drauf. Das sind die Werte also von der hinteren Kammer meines RX-8. Nicht so klasse, aber Gott sei Dank fährt er noch einigermaßen gut. So, ich habe jetzt schon unten einmal umgesteckt und jetzt messen wir, nachdem wir das hier geresettet haben, die vordere Kammer. Und einmal recht freundlich. Jetzt haben wir auch die Werte für den vorderen Läufer und jetzt werde ich mal die Drosselklappe nicht öffnen, also nicht aufs Gas stehen. Und dann gucken wir mal, wie sich das verändert. Da bin ich jetzt gespannt. So, jetzt wo auch die Hälfte der Zündkerzen schon raus ist, könnt ihr die natürlich auch direkt erneuern bei dieser Gelegenheit. Wie gesagt, die passenden Zündkerzen verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Ich baue hier jetzt alles erstmal wieder zusammen, dann vergleichen wir die Werte vorher, nachher mit der Ballistolspülung und da bin ich selbst gespannt. Ich habe nämlich die Werte gar nicht mehr so richtig im Kopf. Es hat sich aber zumindest beim Warmstart deutlich besser angefühlt und er ist deutlich besser gestartet. Schauen wir uns also jetzt gemeinsam einmal die Ergebnisse an. Ich habe, wie gesagt, drei verschiedene Messungen gemacht. Die Initialmessung ist bei 68.000 Kilometern erfolgt, dann eine Messung nach der ATF-Spülmethode und dann eine Messung nach der Ballistolmethode. Die Werte, die hier zu sehen sind, sind in Bar und sie sind normalisiert, nämlich für 250 Umdrehungen pro Minute auf Meeresniveau. Da gibt es Umrechnungstabellen bzw. auch Umrechner, die verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Die Werte sehen nicht ganz so berauschend aus, wie man aber sieht, habe ich nach der ATF-Methode und nach der Ballistolmethode jeweils ungefähr 0,3 Bar gewonnen. Das macht dann in Summe 0,6 Bar, die dazugekommen sind. Ja, aber da das Ganze eben initial schon ziemlich schlecht aussah, nämlich im Schnitt 5 und 5,5 Bar, da sehen dann jetzt auch die Resultate nicht so berauschend aus. Ja, unterm Strich sind wir hier eben deutlich unterhalb der minimalen 6,8 Bar, die uns die Tabelle vorgibt und das bedeutet Rebuild. So, wie versprochen, erkläre ich euch jetzt noch ganz kurz, wie ich mit Ballistol gespült habe. Und zwar kann man das machen unten über zwei Vakuumports, die eben reingehen in die beiden Kammern, in die Ansaugtrakte. Und diese Vakuumports kommen von hier oben. Direkt am Öleinfüllstutzen habt ihr hier vorne einen Schlauch draufsetzen. Den könnt ihr abziehen. Ich habe jetzt hier eine ganz normale Ballistolflasche und hier vorne nochmal einen kleinen Schlauch dran gemacht und hier an dem Schlauch den Schlauch etwas verdickt, indem ich hier einmal mit Kabelisolierungsband rumgegangen bin, so habe ich den Schlauchdurchmesser vergrößert. Und so kann ich hier den Schlauch reinstecken und das Ganze dichtet dann eben durch den Unterdruck von alleine ab. Ihr könnt alternativ natürlich auch versuchen, einfach hier mit dem Rüssel reinzugehen und diesen Rüssel hier eben selbst nochmal mit Isolierband etwas dicker machen, damit das dann auch wirklich dicht ist. Jetzt wird der Motor angelassen. Der Motor wird warm laufen gelassen, bis er wirklich heiß ist. Und dann setzt sich einer rein und gibt Gas.
Gas bedeutet so ungefähr 2000-2500 Umdrehungen maximal. Und ihr fangt an, hier mit 10 Sekunden langen Schüben immer wieder Ballistol reinzupumpen. Ihr werdet sehen, nach diesen 10 Sekunden wird eine kleine Ölqualmwolke entstehen hinten am Auspuff. Ist aber nicht allzu tragisch, es sollte aber trotzdem gut durchlüftet sein, falls ihr das in der Garage macht. Ja, könnt ihr dann so lange machen, bis diese ganze Pulle hier leer ist. Und dann bitte den Wagen weiterlaufen lassen, bis der Motor letzten Endes freigebrannt ist. Freigebrannt bedeutet, auch wenn ihr hier nicht mehr sprüht, dann bleibt einer im Auto sitzen, hält die Drehzahl, gibt vielleicht ab und zu mal ein paar kleine Gasstöße, bis kein Öl mehr hinten rauskommt. Dann könnt ihr den Motor abstellen und den Schlauch wieder hier anschließen. Danach auf jeden Fall eine Probefahrt machen, mal auf die Autobahn fahren, richtig freiblasen. Ich übernehme hierfür keine Verantwortung, denn die ganze Sache kann auch nach hinten losgehen. Wenn ihr nämlich zu viel Öl hier einspritzt oder irgendetwas mit eurem Cut schon nicht in Ordnung ist, kann dabei natürlich auch euer Katalysator kaputt gehen. Die Methode hier ist wirklich easy. Ihr müsst noch nicht mal irgendetwas zerlegen am Fahrzeug, außer diesen Schlauch abziehen und eine Probefahrt machen. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, das mal auszuprobieren, falls ihr Kompressionsprobleme habt. Ja, für mich hat sich die ganze Sache ganz gut gelohnt. Ich habe nämlich, nachdem ich diese Spülung gemacht hatte, dann das zweite Mal mit dem Ballistol eigentlich sogar eine deutliche Verbesserung gespürt im Vergleich zu dieser Methode mit dem ATF. Wenn euch die Methode mit dem Ballistol nichts bringt, könnt ihr immer noch die ATF-Methode verwenden. Oder auch den originalen Mazda Cleaner kaufen. Und genau das gleiche, wie ich es eben gemacht habe, mit der Ballistol-Methode mit dem Mazda Cleaner machen. Ja, das war's dann für heute. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Habt ihr Fragen, dann unten in die Kommentarsektion. Und ansonsten macht's gut. Wir sehen uns. Bleibt motorkrank.